Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück beim Bus-Simulator 18 mit dem Hackbart und dem Crunchcow im Gespann. Und wir können mal eben hinten in die Passagierabteilspiegel reinschauen. Wir sehen, dass da der Hackbart herumrennt. Da ist er, er steht schon, guckt in den Spiegel und wird heute die Fahrgäste kontrollieren, weil ich fahre, er kontrolliert. Mit der Fahrkartenkontrolle. Aufgaben. Also. Oh, oh, oh. Aufgabenteilung ist klar. Los geht's. Wasseraufbereitungsanlage. So, bevor du reinkommst, musst du dich jetzt aussteigen? Nee, die kommt hier rein. Habe ich drei Türen? Nee, du hast zwei. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Du verkaufst die Fahrkarte, ich kontrolliere. Setz dich hin. Du sei. Danke. Okay, der hat schon mal eine gültige Fahrkarte. Was? Okay, das läuft hier nicht so, Astabone. Wir haben toll. Alle eine gültige Fahrkarte. Ja, ich muss nochmal den Sound doch nochmal ein bisschen runterdrehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Raus. Ja. Türen zu. Los geht die Fahrt. Abfahrt. Also von hinten sieht das ja auch noch spannend aus. Hey, kannst du ja mal sagen, dass wir die Musik leiser machen, ey? Ja, musst du mal finden. Der ist hier vorne. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, mach leiser. Echt, man macht das leiser. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Wenn ihr da aufpasst, dann schmeiß ich dir raus, Mann. Ja, wir sind gleich an der nächsten Haltestelle. Den wir hier haben. Muss ich mir mal gleich von außen angucken. Ja. Der Randalemacher steigt aus. Ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. So. Steig mal aus, gucken wir das mal von außen an. Ah, das ist unser. Ich brauche einige Fahrkarten. Einzel, Student, zwei Stück, alle klar. Ja, dann zahl ruhig mit einem 20er. Ja, wir haben jemanden, der Fußgeld zahlen musste. Ja, geilo. 120 Euro, ganz schön teuer hier. Danke. So, Türen zu. Abfahrt. Hinsetzen, Fahrkarte zeigen. Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Mein Gott, raus mit dir, du Lump. Ja, hier, ich öffne die zweite Tür. Bella. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. So, geht weiter. Ich war nicht mal richtig zu, was sind wir denn für Busfahrer? Hallo? Keine Kritik hinten, bitte. Der Busfahrer. Guck mal, hier kann man schon mit Key bezahlen. Warum machen die das denn nicht, die Leute? Ich sehe nicht. Angst vor Neuerung. Richtig toll, wenn man sich. Wäre es eigentlich, wenn man sich auch hinsetzen könnte. Ja, das stimmt. So, nächste Haltestelle: Bootsbauergasse. Da sind wir auch gleich. Bootsbaugäste. Oh, viele Fahrgäste. Mal gucken, ob die alle mit uns mit wollen. Das nenne ich guten Service. Scheint so. Im ersten Step. Eine Fahrkarte. Ja. Eine Fahrkarte, bitte. Woche, Student, jawohl. Nur ein Ohr. Sehr gut, du bezahlst ordentlich. Einsteigen bitte. No, bleiben Sie bitte nicht in der Tür stehen. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Mein Gott, wir machen hier Schotter. Eine Fahrkarte, bitte. Da war klar, dass du, Hansel, wieder mit einem Zehner zahlst. Oh nein! Ja, die Türen vorne und hinten zu machen, geil. Ich ja, kannst du. Augenblick. Da, so. Augenblick. Weiter geht's. So, Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Fahrgast hat ziemlich laut Musik. Und ziemlich klassische. Und? In der letzten Folge kam so, wo ist sie denn? Junge Frau, bitte machen Sie mal Ihre Musik aus. Mein Gott, wir sind hier nicht auf dem Rockzentrum. Wir sind hier nicht im Jahrmarkt. Das ist ein Bus mit Zucht und Ordnung. Richtig. So, wir fahren jetzt ein bisschen schneller. Und wir sind jetzt hier quasi auf der Schnellstraße unterwegs. Klaus, kommt mal nach vorne.
Auch toll, dass die vorderen Fahrzeuge immer bremsen, weißt du? Ja, ist wie bei Formel 1 hier. Ja. Warum? Die bremsen einfach immer Strecke. Auch hier. Dreckig. Mal eben ganz dezent ein Dingens ausgewichen. Ein Schlagloch. Ganz dezent, versteht sich. So, wir sind gleich da. Ja. Bitte im neuen Stadtteil. Ja, genau. Wir sind jetzt hier in dieser Agrarkulturzone. Ja. Hier auf. So, einsteigen. Einsteigen bitte. Ein bisschen zügig, wir haben keine genau, Zeit. Zurückbleiben bitte. Wohin rennst du? Guck mal den Bus von außen an. So. Danke. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Der hat bestimmt kein Ticket. Danke. Eine Fahrkarte. Ist die Fahrkarte. Oh, der hat kein Ticket. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einen habe ich noch, dann können wir weiterfahren. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr, wer hier überhaupt was gekauft hat. Ich auch nicht. Also mit dem hinten, will der einsteigen oder steht er da nur blöd rum? Welcher? Der ganz der hinten. Der steht nur blöd rum. Alles klar. Zurückbleiben. Weiter geht's. So, hier Oma. Gottes. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, gut, ist ja gut. Ich kontrolliere nicht weiter. Hier, du bist. Sie haben meine Fahrkarte oh, verdammt. Schon gesehen. Dich hatte ich auch schon. So, dann müssen wir doch demnächst auch unser Ziel schon haben, oder? Ja, wir sind ziemlich nah dran jetzt. Wir fahren jetzt Richtung Zuckerfabrik. Eben mal einmal kurz im Kreis quasi und dann sind wir auch schon fast wieder am Ende der Fahrt zumindest. Hat mal geguckt. Da ist ein Schlagloch. Ich glaube, du kannst über die Schlaglöcher auch drüber fahren, du musst halt nur langsam unterwegs sein. Genau, man muss halt nur langsam unterwegs sein. So, der hat geblinkt, deswegen kein... So, jetzt geht's nochmal. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Zuckerfabrik, so, ich pack mich jetzt hier irgendwo. Aussteigen. Genau, alle die raus müssen raus, alle die rein müssen rein. Frau mit roten Haaren kauft Fahrkarte. Sehr gut. Ich wüsste gerne, ob man die eine Fahrkarte kaufen, auch beim Schwarzfahren erwischen kann. Echt? Das, nee, ich weiß es nicht. Also es wäre total sinnbefreit. Ja, die haben alle eine Fahrkarte. Einzel, Student, gucken. So, weiter geht's. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Ja, schon wir haben noch eine gültige Fahrkarte. Keine gültige Fahrkarte gefunden. Na, noch mehr Schwarzfahrer, ey. Nochmal 120 Euro. Entschuldigung. Nice. Oh, kommt, Leute. Hey. Raus mit dir, du Lump. Warum hey, fällt euch das immer erst so spät ein? Weg, hau ab. Komm nie wieder. Genau, komm nie wieder. Seien Sie bitte niemals mehr ein zahlender Fahrgast. Danke. So, Endhaltestelle. Haltestelle. Hast du alle kontrolliert? Alle kontrolliert. Alle Fahrkarten, die keine haben, müssen auf 120 Knöpfe sein. Bitte alle aussteigen. So. So. Ich bedanke mich fürs Fahren und wünsche Ihnen einen nicht angenehmen Tag. Raus jetzt hier. So, ich kontrolliere mal den Bus, ob der auch sauber ist. Ja, bitte. Oh, wir sind die letzten, da komme ich gar nicht. Ein paar Pecher haben wir. Ja, wir haben die Mitkommission erfolgreich abgeschlossen. Jawohl. Zwei paar Pecher noch gehört. Nice. Haben wir ja. 22.000. Da. Ja, guck super. Mal hier. Guck mal. Haben wir hart. So. Dann haben wir die gefahren. Dann haben wir das auch erledigt. Dann brauchen wir. Brauchen wir. Vor allen Dingen brauchen wir einen neuen Bus. Und der kostet 330.000.
Ja, dann das heißt, wir können noch nicht fahren. Ne? Ja, ja. Was ist denn, wenn wir hier mal jetzt noch eine Strecke, erstelle eine Strecke mit max 10 Haltestellen, welche beinhalten? Ja, ja, die müssen wir halt mit einem Erdgasbus fahren, ne? Also wir können die ja schon mal erstellen und trotzdem fahren. Können sie ja schon mal erstellen, aber wo ist denn die? Ah, hier? Nee. Also die Agrikultarzone ist ja unten. Schoba Grounds ist die Stadt. Ah, da. Oakville ist ja da und Siegweiden ist ja auch oben da dann. Die kannst du ja mal eine erstellen und mal eine Koop-Fahrt machen und ich fahre mal mit. So, dann Schoba Grounds brauchen wir. Wo ja, dann wir immer das? Zwei Haltestellen müssen das mal sein. Und dürfen maximal nur 10 sein. Mal hier die Seiten tauschen. So, dann brauchen wir Oakville 2. Und Siegwalden, wo haben wir denn Siegwalden? Das ist da zwischen Oakville und Dingens. Ah. Also müsstest du gucken, wie du das baust. Am besten ist es wahrscheinlich erst, erst Siegwalden anzufahren. Ja. Wir optimieren. Und dann Oakville. Wobei, das ist eigentlich komplett Wurst, ne? Weil die Kulturzone, dann musst du die Schoba Grounds anfahren, um ja, dann... Ja, wir müssen zweimal fahren, komme was wolle. Nee, wir brauchen ja halt eine halt... wir müssen sowieso zweimal fahren, aber wir brauchen das ja als eine Strecke. Also entweder biegen wir dann halt ab und fahren zurück, oder wir fahren halt weiter raus, aber... So. Warum hat er die nicht genommen, ne? Du kannst nicht zweimal dieselben nutzen, oder? Welche hat er nicht genommen? Erstelle eine Strecke mit Max 10 Haltestellen. Welche beinhalten? Agrikulturzone haben wir zweimal. Super. Ja. Schoba Grounds haben wir die Arbeitergasse und Fischgrund, ne? Genau, zweimal. Dann gehe ich nach Siegwalden. Dann Oakville. Ah, ne, Moment. Zum Heuschoba, Kornstraße, Arbeitergasse. Ja, Fischgrund, Siegwalden muss zweimal drin sein und Oakville ist nur einmal drin. Dafür haben wir bei Siegwalden 3. Nimm noch mal hier, du kannst noch mal bearbeiten. Bearbeite mal noch mal. Nehmen wir mal. Weil dann kannst du Oakville, also Siegwalden Lachstraße, Oakville Zentrum und dann Oakstraße oder sowas nehmen. Dann kannst du dieses Siegwalden Lido rausschmeißen. Das haut hier gerade gar nicht hin. Warum löscht er die Liste nicht? Weiß ich nicht. Er hat eine Strecke erstellt, die ich nicht mehr löschen kann. Ich könnte eventuell mal gucken, ob ich die anpassen kann. Strecke, also wir haben ja gesagt... Ich lösche sie einfach weg. Strecke konnte nicht gelöscht werden. Okay, weil du wahrscheinlich... Ja, weil ich jetzt wahrscheinlich gerade drin bin. Warte mal. Derzeit könnte ich doch eine kleine Strecke... Einfach so. Mal selber. Jetzt haben Perfekt. Wir sie. So, 85% der freigeschalteten Haltestellen sollten auf den Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Genau, also wir brauchen hinterher mehr Busse. Und mehr Fahrer. Und wir müssten halt alle Haltestellen irgendwie auch irgendwann mal verbinden. Wir haben ja auch nur 5 Busse, ne? Ja, derzeit haben wir nicht mehr. Also wir könnten wahrscheinlich einen Bus kaufen oder einen Fahrer. Aber wir könnten jetzt wahrscheinlich auch erstmal diese neue Strecke fahren. Und dann den Erdgasbus zu kaufen, weil dann erst können wir diese Aufgabe auch abschließen. Dann mach doch einfach eine Koop-Strecke und dann fahren wir mit 2 Bussen einfach. Meinst du? Oder ja, ich hätte jetzt gesagt, das. Ich fahre mal bei dir mit, aber wir können das auch so machen. Wir klar. können auch bei mir mitfahren. Nur wurscht, dann kontrolliert ihr. Komm, wir machen eine Koop-Fahrt. Ein Buskonvoi. Ne, dann haben wir ja jeder seinen Bus. So, kannst du, welchen Bus kannst du denn nehmen? Kannst du auch alle nehmen, oder... Ich kann ja alle nehmen. Wir haben ja aber eigentlich auch nur von Mercedes und einmal den Cetra-Bus. Ich nehme den ersten Bus. Okay. Hier. Zack. Ich kann gar nicht weitermachen. Ich kann nur den wählen irgendwie. Warum auch immer. Keine Ahnung. Gut. Dann geht das los, ne? Dann geht das los hier. So, Schlaglöcher und dann holen wir uns mal die Fahrgäste hier rein.
Gucken wir mal, wie viele bei dir mitfahren. Aber mir kommt drei. Woche, Student, zwei Stück. 2 Euro nur zurück. Einzel, Standard, einer. Ich fahr weiter. Du bist ja, hast ja eh eigenes. Genau. So, raus aus der Parklücke hier. Ich muss mal mein Tempomat demnächst wieder ausmachen. Also ich behalte mein Tempomat auf jeden Fall drin. Fährst du mit Gamepad eigentlich oder mit Maus und Tastatur? Maus und Tastatur. Ja. Könnte wahrscheinlich auch mit Gamepad fahren, aber ich glaube, das bleibt dieselbe harte Lenkung. Ja, das bleibt dieselbe harte Lenkung. Man kann auch nicht so schön immer schnell kreuzungsmäßig links-rechts gucken. Ja, dann mache ich das auch nicht. So, auch wieder angekommen. Diese ganzen. Oh, 4 Fahrgäste nehme ich mit. Danke. Wird sogar gleich, glaube ich, mal aussteigen und mal kontrollieren. Danke. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Wo hab ich so, Ihre Fahrkarten einmal bitte. Ich habe auch gerade mal kontrolliert. Fahr dann jetzt haben alle weiter. Eine gültige Fahrkarte. Nächster Halt, Arbeitergasse. Wie setze ich denn eigentlich einen Blinker? Ah, Q und E. Ja. Probier das jetzt mal mit Tastatur. Halt, Arbeitergasse. So, Mädels, Vollgas. Wir haben noch eine Haltelinie. Jungs, was ist denn mit euch da nicht in Ordnung? Was sind denn das hier für Verkehrsregeln in... wo auch immer wir hier sind? Gute Frage, wo wir da sind. Upsi. Es gab ein ganz kleines Malheur. Oh oh. Irgendwelche Schlaglöcher unterwegs, oder? Ja. Einmal links, einmal rechts, meine ich. So, dann kommen wir doch schon hier wieder zur nächsten Fettkreuze. Mit Ampel sogar. Oh. Lag hast du zufällig auch ein bisschen zu spät gebremst? Nee. Okay. Ich bin nämlich ein bisschen an dem stehenden Verkehr vorbeigefahren, um an die Ampel zu kommen. Keine Kollision verursacht, aber, naja. Ich hab meinen Mann endlich überredet, hinter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Mann als ich. Gott, diese Schnarchnasen. Ach, hier ist auch eine Ampel. Wir haben so langsam die Stadt. Ja, aber in der Stadt gibt's halt einfach mal Ampeln. Ich bin geblitzt worden. Warum nur? Warum kostest du uns immer so viel Geld? Immer wenn ich fahre, ne? Aber ich mach echt den Tempomaten wieder rein. Bringt ja sonst nichts hier. So, dann haben wir jetzt hier den Vogel. Einsteigen ist bitte. Das ist der richtige Bus. Ich will nicht in Port Amber festhängen. Nicht schon wieder.
rein in die Arbeitergasse. Oh, hier ist eine Ampel. Ups. Ich habe auch schon mal eine Ampel übersehen, weil die dann teilweise komisch. Ich bin gerade überlegen, was ich mit F einschalte und wieder ausschalte. Das klickert, aber ich weiß nicht, was es ist. Mein Bauch. Macht man eigentlich mit dem Ritare? Oder wie nennt der? Wahrscheinlich wegen der Steigung. Ich glaube, dass der was zu tun hatte. Der bremst auf jeden Fall sehr schnell dann. Okay. Vielleicht ist das ja halt wirklich so eine Einstellung dafür. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hey, Alter, links blinken, rechts abbiegen ist aber wohl nicht dein Ernst. So, Tempomat ist schon mal wieder drin. Einsteigen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh, herrlich, Kinder. Herrlich. Ich später, also in der zweiten Linie, werde ich nochmal Bus fahren. So, und an der letzten Bushaltestelle kontrollieren wir nochmal alle Leute. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Warum hast du Warnblinker an, Keule? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Was? Warnblinker? Ja. Nee, er hier vor mir hat ja gerade Warnblinker gehabt. Ach, weiß auch keiner. Eine Fahrkarte für eine Woche, aber sowas denn gerne. Wenn Sie wünschen. Gute Dame. Also die Konvoi-Missionen sind natürlich auch irgendwie nice, weil du entsprechend jeder dafür verantwortlich ist, seine Gäste irgendwo hinzubringen. Richtig. Es gibt wohl noch so eine schnelle Missionsdinger. Da kannst du dann eben sagen zum Beispiel, hey, ich kann du einige überspringen, manche Haltestellen. Und müssen dafür dann erst an einer anderen wieder halten. Geist? Also das ist eine ganz schön lange Strecke, ne? Ja, das, ich bin ja mit meinem privaten Spielstand noch ein bisschen weiter und ich sag dir, ich habe eine Strecke, die dauert jetzt so 17, 18 Minuten. Okay. Naja, wenigstens regnet es nicht. Wie mache ich den Tempomat aus? Gibt es da irgendeine Taste oder was? Z. Du kannst halt immer Z. Z, alles klar. Z ist dann Tempomat. Also, naja, Tempomat heißt halt Begrenzer, ne? Ja, ja, ja. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment. Oh! Ist das überhaupt der richtige Bus? Die Sau hat mir eine Vorfahrt genommen. 1400 Euro Schaden. Was mit dem nicht in Ordnung? Nächster Halt. Siegwald. Lachstraße. Ich höre immer nur kaputt, Schaden, Zahlen. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay. Bei mir, ich bin ein schlechter Mitarbeiter. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo, Omi. Wenn du eine Woche kaufst, kriegst du eine Woche. Also, ich bin jetzt aus Siegweiden gleich raus, denke ich. Ja, ich fahre jetzt Siegweiden-Larsstraße jetzt gleich. Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Und dann fahre ich jetzt, ich fahre jetzt Oakway Zentrum an. Ja, dann demnächst auch schon die letzte Station sind, ne? Ja, wenn ich jetzt Oakway Zentrum bin, dann ist das jetzt die vorletzte. Sehr pünktlich. Ja, der vorletzte kontrolliere ich auf jeden Fall nochmal. Ja, ich werde jetzt hier auch nochmal kontrollieren, ich habe Zeit. Gerne ein paar Fahrkarten. Außer die wollen hier so viel Karten haben. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard für dich, jawohl. Ja, zahl ruhig wieder mit einem 20er. Danke. Überschlag, oder? Hier ist, habe ich Ihnen schon gezeigt. Augenblick, na klar. Was? Sie haben mein...
wie oft wollt... Klar. Na klar. Augenblick. Du das hinter mir, der Hut? Was? Hier. Mein Gott, ja, jeder, jeder hat hier eine gültige Fahrkarte. Sag einmal Fahrkarten, bitte. €120 Cash. Jawohl, ja, bei mir war keiner bei. So. Ja, sieht auch gut aus. Einwandfrei. Einwandfrei. Die Missionen haben wir aber ganz gut hingekriegt. Nächster Halt, Augstraße. Was ist das für ein Antipser für einen Blinker? Muss reichen. So, Strecke beendet. Nochmal nach Müll gucken gehen. Ja, Müll aufgesammelt. Ihr kleinen Luder. Macht das ja ordentlich. Wir steigen ganz schön viele aus. Aber wirklich, ne? Ja. So, bei mir sind alle raus. Ja, ich brauch noch einen Augenblick. Raus! Dame. Raus! Mein Gott, beeilt euch noch mal ein bisschen hier, Alter. Ich hab keine Zeit für so eine Scheiße. So. So! Perfekt. Beendet. Hammer. Schlagloch zu schnell überfahren, viermal. Kollision, einmal. Strafzettel fürs Rasen, Kollision. Für die Kollision, wohlgemerkt, bin ich nicht wendig, ja? Da habe ja. ich nichts gemacht. Die hat mir die Vorfahrt genommen, die alte Drecksau. Kein Gewinn mehr hier. Gut, also aber dann wäre das auch eine... Wir haben jetzt eine Folge, die ist knapp 30 Minuten lang. Ich denke, damit reicht es dann auch. Aber sowas von. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.